Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 78. Das ist ein Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache Nummer 20/3010, Änderung der Hessischen Kommunalwahlordnung, Schutz der Wohnanschrift kommunaler Wahl. Bewerber ist der Setzpunkt der AfD. Vereinbarte Redezeit ist wie bei Setzpunkten üblich 10 Minuten pro Fraktion. Der Fraktionsvorsitzende Lambrou beginnt für die AfD. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Bedrohungen, respektloses und aggressives Verhalten bis hin zu körperlicher Gewalt. Immer mehr Kommunalpolitiker sehen sich Übergriffen oder Einschüchterungsversuchen ausgesetzt. Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr folgerichtig reagiert und seine Kommunalwahlverordnung geändert. Hier wird im Wahlvorschlag nun nicht mehr die Wohnadresse der Kommunalpolitiker, sondern nur noch deren E-Mail-Adresse aufgeführt. In Nordrhein-Westfalen wurden übrigens von 2016 bis zum 8. August 2019 125 Straftaten gegen Mandats- und politische Amtsträger der Kommunen erfasst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns auch hier in Hessen etwas für den Schutz unserer kommunalen Mandatsträger tun. Mit dem von uns eingebrachten Entschließungsantrag mit dem Titel Änderung der Hessischen Kommunalwahlordnung Schutz der Wohnanschrift kommunaler Wahlbewerber wollen wir nach dem Vorbild NRW eine Änderung der Hessischen Kommunalwahlordnung erreichen. Ziel ist es erstens, die Wohnanschrift von Wahlbewerbern vor unkontrolliertem Zugriff und somit auch vor Missbrauch zu schützen, damit die Wahlbewerber selbst, aber auch deren persönliches Umfeld vor Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen und Schlimmerem besser geschützt werden können. Zweitens soll mit Änderung der Hessischen Kommunalwahlordnung auch dem Grundanliegen des Datenschutzes Rechnung getragen werden. Derzeit muss ein Wahlvorschlag den Familiennamen, den Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift der Hauptwohnung jedes Bewerbers enthalten. Ausnahmen hiervon können nur Personen verlangen, die nachweisen können, dass für sie im Melderegister eine Auskunftssperre eingetragen ist. Der Schutz in Form einer Auskunftssperre, um einer Veröffentlichung der Wohnanschrift entgegenzuwirken, ist aber vielen Wahlbewerbern nicht bekannt, und zudem liegen die Voraussetzungen für eine Auskunftssperre äußerst hoch. Es darf nicht erst zu Übergriffen oder einer Bedrohungslage kommen, meine Damen und Herren, bevor die Möglichkeit besteht, eine Adresse geheim halten zu dürfen. In der 29. Sitzung des Hessischen Landtages am 13. Dezember 2019 machte im Rahmen des Tagesordnungspunktes Bedrohungslage von kommunalpolitisch Tätigen, welche von der Fraktion der SPD eingebracht wurde, alle 6 Fraktionen deutlich, dass Übergriffe auf kommunale Mandatsträger oder ihre Familien zutiefst undemokratisch sind und auf das Schärfste zu verurteilen. Fraktionsübergreifend wurden Hass und Gewalt gegen Kommunalpolitiker, Verwaltungsmitarbeiter und Ehrenamtliche verurteilt. Meine Damen und Herren, wir alle hier sollten Sorge dafür tragen, dass ein Mindestmaß an Sicherheit für hessische Kommunalpolitiker und deren Umfeld gewährleistet wird. Dies ließe sich ohne erkennbare Nachteile und ohne erheblichen Aufwand umsetzen. Aktuelle Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit dieser längst überfälligen Novellierung. Laut Bundesregierung wurde auf Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion im Jahre 2019 insgesamt 1.011 Straftaten gemeldet, die sich gegen Repräsentanten und Mandatsträger von Parteien richteten. Davon wurden 509 Straftaten gegen Mitglieder oder Mandatsträger der AfD verübt. 60 Straftaten betrafen die der Linken, 175 Straftaten richteten sich gegen Mitglieder oder Mandatsträger der Unionsparteien, 125 gegen die der SPD, 121 gegen die der Grünen und 21 Straftaten wurden zum Nachteil der Mitglieder oder Repräsentanten der FDP begangen.
In der Summe, also über 1.000 Angriffe im Jahr 2019, die sich unmittelbar gegen demokratische Grundwerte und die Meinungsfreiheit richteten. Dies ist nicht nur ein Problem auf Bundesebene, sondern stellt auch eine Gefahr auf Landes- und kommunaler Ebene dar. Das zeigt sich an geschehenen Ereignissen hier in Hessen. Eine beispiellose Zäsur stellte ohne jeden Zweifel der schreckliche Mord an Dr. Walter Lübcke im Juni 2019 dar. Das möchte ich hier noch einmal ganz klar sagen. Dieser Mord ist mit nichts vergleichbar. Dennoch gibt es auf kommunaler Ebene halt auch unterschwelligere Gewalt, so zum Beispiel beim ehemaligen SPD-Bürgermeister der Stadt Lich, Bernd Klein. Der erhielt im November vergangenen Jahres eine Bombendrohung, postalisch adressiert an seine private Wohnadresse, was bestätigt, dass dieses Problem auch auf lokaler Ebene allgegenwärtig ist. Wie weit systematische Hetze gehen kann, zeigte sich vor kurzem auch, als Autonome eine Karte mit Adressdaten von unliebsamen Politikern und Organisationen in Frankfurt im Internet veröffentlichten. Darunter finden sich auf dieser Karte neben einigen Kommunalpolitikern auch das erste Polizeirevier und neben dem Parteibüro der AfD auch die der FDP und der CDU. Mit dieser perfiden Methode wurde wieder einmal forciert Angst verbreitet und kommunalpolitisch Tätige verunsichert. Es kam übrigens nach Veröffentlichung der Karte im Internet zu mehreren Angriffen auf Häusern von Kommunalpolitikern, die in der Karte mit Adresse aufgeführt waren. Demokratische Parteien, staatliche Institutionen und Personen werden dadurch in ihrer Arbeit beeinträchtigt, und die Ausübung von Mandaten kann zu einem Risiko werden. Außerdem sinkt die Bereitschaft, meine Damen und Herren, überhaupt noch ein ehrenamtliches Mandat auf kommunaler Ebene wahrnehmen zu wollen. Es gleicht halt manchmal einem Spießrutenlauf. Eine HR-Umfrage vom September vergangenen Jahres verdeutlicht dies auch noch einmal. Ich zitiere, in 2/3 aller Rathäuser und Landratsämter in Hessen wurden in den vergangenen 12 Monaten Politiker und Mitarbeiter angefeindet und bedroht. Laut dem Hessischen Rundfunk waren und sind für einige der Bedrohungen und Beschimpfungen derart schlimm, dass entsprechende Betroffene sogar daran gedacht haben, ihr Mandat aufzugeben. Ich zitiere weiter, mehr als jeder 5. Bürgermeister oder Landrat, der bedroht oder beleidigt wurde, hat mit dem Gedanken gespielt, sein Amt aufzugeben. Fast jeder 10. hat schon psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Und wir sollten bei all dem beachten, dass viele Delikte hier überhaupt nicht zur Anzeige gebracht werden, sondern einfach nur erlitten werden. Meine Damen und Herren, es sind erschreckende Zahlen, und sie gelten halt eben nicht nur für Bürgermeister, Landräte oder Politiker auf Landes- und Bundesebene, sondern eben auch genauso und vor allem für unsere ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker direkt vor Ort. Andere Bundesländer haben vorgemacht, dass man diese Debatte, die wir hier jetzt in Hessen anstoßen, führen kann und eventuell auch führen muss. Wir können uns hier nicht nur an NRW durchaus ein Beispiel nehmen. NRW, wie gesagt, hat reagiert. Und in der zuständigen Enquetekommission wurde diese Veränderung der Kommunalwahlverordnung übrigens auf Initiative von Bündnis 90 die Grünen angestoßen. Und die Landesregierung hat es dann als eigenen Vorschlag umgesetzt, also die CDU in Verbindung mit der FDP. Auch in Mecklenburg-Vorpommern findet sich auf den öffentlich bekannt zu machenden Wahlvorschlägen nur noch das Geburtsjahr des Bewerbers und statt der kompletten Wohnanschrift nur noch die Stadt, in der der Kommunalpolitiker wohnt. In Sachsen-Anhalt wurde die Kommunalwahlverordnung zwar letztendlich nicht geändert, jedoch wurde das Thema zumindest und intensiv im Landtag behandelt. Hier gab es einen Antrag der AfD und einen Alternativantrag von Seiten der Fraktion der Linke. Beide Anträge fanden in diesem Fall keine Mehrheit, aber auch hier erfolgte eine intensive und ernsthafte Diskussion. In Thüringen bemängelten 2 Erfurter CDU-Stadträte ebenfalls die Veröffentlichung der Wohnadressen. Daraufhin brachte die AfD das Thema in den Landtag. Dies wurde jedoch mit den Stimmen aller übrigen Fraktionen, also auch mit den Stimmen der CDU im Landtag, abgelehnt. Dennoch zeigen diese vielen Beispiele mit NRW an der Spitze, die das letztendlich wirklich geändert haben. Dieses Thema wird in Deutschland mehr und mehr ernsthaft und intensiv diskutiert. Es ist keine Frage, ob man politisch weiter links oder weiter rechts steht, denn diese Bedrohungen und die Gewalt treffen Kommunalpolitiker aller Fraktionen.
Es ist letztendlich eine Frage, wie wichtig uns hier die Sicherheit unserer Kommunalpolitiker ist. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Angaben zur privaten Wohnanschrift von Kandidaten haben keine kommunalpolitische Aussagekraft. Der lokale Bezug und die oftmals gewünschte Verwurzelung eines Kandidaten im Wahlkreis ergibt sich bereits aus der Wahl selbst. Auch bleibt weiterhin eine Kontaktaufnahme interessierter Bürger zu den Wahlbewerbern gewährleistet. Es ist nicht hinnehmbar, dass immer mehr Menschen, die sich kommunalpolitisch engagieren, bedroht oder tätlich angegriffen werden. Wer Menschen angreift, die sich für unser Gemeinwesen einsetzen, der greift immer auch unsere freiheitliche und demokratische Gesellschaft an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lamrou. Nächster Redner ist der Kollege Ulott für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Angriffe auf Politiker, das hält man nur für einen bestimmten Zeitraum aus. Umfrage unter Bürgermeistern. Die Zahl der Angriffe steigt. Städte und Gemeinden beklagen Angriffe auf Kommunalpolitiker. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lauten immer öfter Überschriften in der Presse. Ja, wir haben ein ernstes Problem, weil unsere kommunalen Politikerinnen und Politiker zunehmend verbaler oder gar körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Doch schauen wir einmal genauer auf die Beispiele, auf traurige Beispiele, die meine Parteikolleginnen und Kollegen erlebt haben. Arndt Focke war ehrenamtlicher Bürgermeister in Esdorf in Niedersachsen. Er hatte regelmäßig Hakenkreuze auf seinem Auto und erhielt zahlreiche Drohbriefe. Auf einem der Zettel stand: „Wir vergasen dich wie die Antifa." Der Bürgermeister hatte sich zuvor deutlich gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Doch leider hat sich die Lage Ende 2019 so sehr zugespitzt, dass er zum Jahreswechsel sein Amt niederlegte. Martina Angermann aus Arnsdorf in Sachsen war seit 2016 rechten Mobbing ausgesetzt, weil sie sich deutlich gegen eine Aktion der sogenannten Bürgerwehr positionierte, die einen Geflüchteten an einen Baum fesselte. Als Bürgermeisterin verurteilte sie die Tat und fand sich seither im Fadenkreuz der Rechten. Die gesellschaftliche Mitte sah zu, und leider war nicht mehr als ein Schweigen zu vernehmen. Erst ließ sie sich krankschreiben, aber dann ist auch sie aus dem Amt zurückgetreten. Und der ehemalige Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer leidet noch heute an den Folgeschäden einer Prügelattacke aus dem Juli 2019. Leider ließe sich diese Liste um weitere Betroffene verlängern, und Dr. Walter Lübcke brauchen wir nicht darüber zu sprechen, das ist uns allen ins Herz gegangen. Auch um viele eben von anderen Parteien sowie parteilose Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Soweit zur Ausgangssituation, die wir erschreckend finden und darüber auch schon mehrfach im Landtag diskutiert haben. Eines, Herr Lamrou, haben Sie vergessen. Dass wir zunehmend von solchen Situationen erfahren, hat auch mit der Tonlage und dem Agieren von politischen Akteuren in den Parlamenten zu tun. Und dass Sie daran nicht unschuldig sind, genau Sie, das wissen Sie hoffentlich. Wir sind uns alle bewusst, dass wir keinen hundertprozentigen Schutz für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker schaffen können, so sehr wir uns das alle hier wünschen. Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, die allermeisten ehrenamtlich, werden vermutlich auch in Zukunft in solchen Situationen sein. Das schmerzt und ist traurige Realität. Leider nicht nur in diesem Bereich. Wir dürfen uns mit dieser Situation aber gewiss nicht abfinden und müssen gemeinsam daran arbeiten, dass es nicht so weitergeht. Und daher freuen wir uns sehr, dass der Bundestag nach Initiative unserer Justizministerin Christine Lambrecht kürzlich wieder einen Schritt zur Stärkung der Kommunalpolitikerinnen und Politikern herbeigeführt hat, indem man mit Stimmen von Union und SPD die Bekämpfung von Hasskriminalität beschlossen hat. Ein zentraler Punkt ist dabei insbesondere der Schutz der Kommunalpolitikerinnen und Politiker.
Das Strafgesetzbuch schützt die politischen Personen, die von übler Nachrede und Verleumdung bedroht sind. Das galt bis dato für Menschen, die in der Politik auf der Bundes- und Landesebene sind, wird aber bald auch für Personen auf der kommunalen Ebene gelten. Und das begrüßen wir ausdrücklich. Nun komme ich zum vorliegenden Antrag der AfD, mit dem eine Veränderung der KWO herbeigeführt werden soll, um nach Auffassung der AfD die Anschrift der kommunalen Wahlbewerberinnen und Bewerber zu schützen. Ich darf gleich an der Stelle vorweg sagen, deutliche Entwarnung, dafür braucht es die AfD ganz sicher nicht. Und ich komme auch noch im Detail darauf zu sprechen. Ich möchte Ihnen aber zunächst einmal an einem Beispiel verdeutlichen, was passieren könnte, wenn man, so wie die AfD sich das vorstellt, von vornherein alle Bewerberinnen und Bewerber und deren Adressen wegzulassen, was da passieren kann. Im Falle der Stadt Büdingen gab es bei der Kommunalwahl 2016 zwei Bewerber, die auf unterschiedlichen Wahlvorschlägen waren. Der eine war der örtliche Vorsitzende der Feuerwehr, der andere von einem großen örtlichen Sportverein. Sie sehen, dass man im Ergebnis in einem erhöhten Maße gefährdet, dass man die Grundsätze der unmittelbaren Wahl dort eben in Gefahr bringt. Schon allein aus diesem Grunde kann man dem so nicht zustimmen. Der vorliegende Antrag der AfD ist allerdings auch noch in sich fehlerhaft. Denn auch nach der nordrhein-westfälischen Kommunalwahlordnung sind nämlich das Geburtsdatum und die Anschrift im Wahlvorschlag anzugeben. Die Regelung zum Wahlvorschlag gleicht somit exakt der hessischen Regelung. Unterschiede gibt es im Bereich der Bekanntmachung. Bei der Bekanntmachung weicht NRW vom Wahlvorschlag ab. Statt des Geburtsdatums sind dort nur das Geburtsjahr und statt der vollständigen Anschrift nur der Wohnort mit Postleitzahl und die E-Mail-Adresse oder das Postfach der Bewerberin oder Bewerber anzugeben. Weist jemand bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gegenüber dem Wahlleiter nach, dass für ihn im Melderegister eine Auskunftssperre nach melderechtlichen Vorschriften eingetragen ist, ist anstelle der Wohnanschrift oder der E-Mail und dem Postfach die Möglichkeit da, eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden, die sich eben dann auch aus der Gemeinde, Postleitzahl, E-Mail-Adresse oder Postfach zusammensetzt. In Hessen sieht die Bekanntmachung nach 26 Satz 2 KWO Folgendes vor. Erstens, statt des Geburtstages das jeweilige Geburtsjahr. Zweitens, nach Beschluss nach § 16 Absatz 2 Satz 3 Nummer 5 KWG zusätzlich den Namen des Gemeindeteils der Hauptwohnung. Und drittens, jetzt kommt im Falle des Nachweises nach § 15 Absatz 5 KWG statt der Wohnanschrift auch die Erreichbarkeitsanschrift. § 15 Absatz 5 KWG weist dabei auf § 51 Absatz 1 Bundesmeldegesetz zurück und der sagt Folgendes, liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass eine Person oder eine betroffene Person durch Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen erwachsen kann, hat die Meldebehörde auf Antrag von Amts wegen unentgeltlich eine Auskunftssperre einzutragen. Um dies zu konkretisieren, habe ich noch einmal Folgendes in einem Kommentar gefunden. Mit der Änderung der KWG vom 28.03.2015 hat der Gesetzgeber noch einen Absatz 5 angeführt. Dieser regelt den Inhalt einer amtlichen Bekanntmachung bei der Wahlbewerbern, für die im Melderegister eine Auskunftssperre eingetragen ist, die Möglichkeit, statt der Anschrift des Hauptwohnsitzes eben eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden. Dabei darf es jedoch sich nicht um ein Postfach handeln. Es ist vielmehr die Angabe einer Adresse mit Straße und Hausnummer erforderlich. Da kommt dann in Betracht eine Büroanschrift oder eine Geschäftsanschrift der vorschlagenden Partei oder Wählergruppe. Meine Damen und Herren der AfD, so kommentiert Bennemann das im Kommentar zum Kommunalverfassungsrecht in Hessen, § 15, Randnummer 18d, mit Stand Dezember 2017. So, und jetzt verrate ich Ihnen noch einmal ein großes Geheimnis.
Sie finden im Erdgeschoss des Hauses, in dem oben Ihr Fraktionssitzungssaal ist, die Bibliothek des Hessischen Landtages. Und Sie hätten genau diesen Kommentar dort finden können und Ihnen und uns diesen Setzpunkt ersparen können. Ich fasse das Ganze noch einmal in Ruhe zusammen, Herr Lambrou. Keine Panik, ich mache das noch einmal am Stück. In NRW wird der Wahlvorschlag nicht anonymer gefasst als bei uns hier in Hessen. Insofern ist Ihr Antrag an der Stelle schlicht falsch. Vielmehr weicht NRW bei der Bekanntmachung ab. Und wenn Sie dies in Hessen übernehmen wollen, dann müssen Sie nicht die Regelung zur Bekanntmachung ändern, sondern Sie müssen die Bekanntmachung ändern in § 26 KWO und nicht das, was bei Ihnen im Antrag steht, mit dem § 23. Da sind Sie nämlich auf der falschen Wiese gelandet. Und jetzt, Achtung, es kommt noch einmal, sicher ist sicher, in beiden Ländern ist es möglich, eine Erreichbarkeitsanschrift hinterlegen zu können. Und damit ist man nicht schutzlos einer Bedrohungslage ausgelöst. Und übrigens, eine Auskunftssperre, und da haben Sie überhaupt nichts zugesagt, hat einen viel weitergehenden Schutz als das, was Sie hier in Ihrem Antrag fordern. Was bleibt also übrig, Herr Lambrou, von Ihrem Antrag? Es gibt keine Rechtschreibfehler. Wir haben jetzt am Ende der Debatte dann wahrscheinlich gut eine Stunde diskutiert, mehr nicht. Aber zustimmungsfähig ist der Antrag danach nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ulloth. Nächster Redner ist der Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Ja, stimmt. Stimmt. Herr Minister, Sie haben recht, es ist eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von mir. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Frage, welche persönlichen Informationen Kandidatinnen und Kandidaten bei Kommunalwahlen angeben müssen, verdient einer sorgfältigen Bewertung. Es muss gut abgewogen werden zwischen einerseits den persönlichen Interessen und einem möglichst großen Transparenz der Kandidatinnen und Kandidaten und andererseits deren persönlichem Interesse an einem möglichst umfangreichen Schutz ihrer Daten und ihrer Privatsphäre. Dieser Schutz ist notwendiger denn je in einer Situation, in der die Bedrohung gegenüber Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern Dankeschön. Insgesamt massiv zugenommen haben und auch vor dem persönlichen Nahbereich nicht mehr Halt machen. Das ist völlig inakzeptabel und wird von uns entschieden verurteilt. Vor diesem Hintergrund kann es durchaus Sinn machen, über Änderungen in der Hessischen Kommunalwahlordnung zu sprechen. Wir haben aber bereits jetzt die Regelung, Oliver Ulloth hat das ja ausführlich dargestellt. Ja, das, ja, vielen Dank. Da kann ich mir sozusagen diesen Teil kann ich reduzieren, dass bei der öffentlichen Bekanntmachung der Wahlvorschläge nur das jeweilige Geburtsjahr der Bewerberinnen und Bewerber genannt werden muss, wo wegen konkreter Bedrohung eine Auskunftssperre im Melderegister vorliegt, kann zudem schon jetzt, auch das hat er ausgeführt, statt der Wohnadresse auch nur eine Erreichbarkeitsanschrift angegeben werden. Hier bestehen also schon entsprechende Schutzregeln. Hat die AfD alles übersehen. Allerdings gehen manch andere Bundesländer inzwischen weiter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch in Hessen zu einer weitreichenderen Regelungen kommen könnten, z.B. indem wir die Veröffentlichung auf Name, Alter, Beruf und eine Erreichbarkeitsanschrift beschränken. Über einen gemeinsamen Vorstoß in dieser Richtung können wir gerne mit allen demokratischen Kräften hier im Haus sprechen. Das ist gar keine Frage. Doch genau hier liegt das zentrale Problem mit dem vorliegenden Antrag der AfD. Die allgemeine Gefährdungslage von Kommunalpolitikern durch Hass und verbale sowie psychische Gewalt, von denen im Antrag die Rede ist. Von wo geht denn all denn hauptsächlich das aus, wenn nicht vom rechten politischen Spektrum, zu dem die AfD doch gehört? Wer hat denn das gesellschaftliche Klima geschaffen, in dem so etwas möglich wurde? Wenn nicht die AfD mit ihren andauernden Hetze-
mit ihrer Politik der Spaltung, mit ihrem offenen und versteckten Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. Sie selbst sind doch die Brandstifter, und jetzt wollen Sie sich als Helfer inszenieren. Das ist perfide und scheinheilig. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Sie sind Teil des Problems, aber nicht der Lösung. Schauen wir uns also einmal an, welche Fälle von Drohung und Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bundesweit Schlagzeilen gemacht haben. Die Betroffenen sind fast immer Menschen, die sich öffentlich für eine solidarische und offene Gesellschaft, für Geflüchtete, für die Rechte von Migrantinnen und Migranten und gegen Rassismus und rechte Gewalt eingesetzt haben. Sie und Ihre Familien werden angefeindet, beleidigt und beschimpft, oft anonym im Internet, aber auch in Briefen und im persönlichen Kontakt. Ihnen und Ihren Liebsten wird mit Schlägen, Vergewaltigung, Folter und dem Tod gedroht. Ihnen werden die Häuserwände mit Hakenkreuzen besprüht, Fenster eingeschlagen, Reifen zerstochen oder Autos angezündet. Sie werden unter Druck gesetzt, ihnen wird Angst eingejagt, ihr Alltag systematisch zerstört. Viele von ihnen halten den Druck stand, andere werfen irgendwann entkräftigt das Handtuch und ziehen sich aus der Kommunalpolitik zurück. Es gab unzählige solcher Fälle in den letzten Monaten und Jahren überall in Deutschland, in kleinen Gemeinden ebenso wie in großen Städten. Da sind beispielsweise, Oliver Ullott hat auch schon einige angesprochen, Rainer Voss aus Ratzeburg in Schleswig-Holstein und Silvia Kungelmann in Kurzenhausen in Bayern, Arndt Focke in Esdorf in Niedersachsen und Markus Niert in Tröglitz in Sachsen-Anhalt, Andreas Holstein in Altena in Nordrhein-Westfalen und Martina Angermann in Arnsdorf in Sachsen, Christiane Schneider in Hamburg und Luigi Pantisiono in Stuttgart und unzählige weitere, deren Namen wir kennen, und solche, die ihre Bedrohungslage aus Angst nicht öffentlich machen. Es sind Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker der CDU und CSU, der SPD, der Grünen, der FDP, der Linken und auch solchen ohne Parteibuch. Sie alle wurden und werden von rechts angefeindet und bedroht. Ihnen allen gebührt die volle Solidarität und Unterstützung aller demokratischen Kräfte hier im Haus und überall. Von rechts kommen die Anfeindungen, und Sie stellen sich hier scheinheilig hin und wollen das Gegenteil behaupten. Das ist doch der Punkt. Natürlich kennen wir auch Fälle aus Hessen. So, ich will nur an den ehemaligen Landrat Pieper im Main-Kinzig-Kreis erinnern, ja, von wem der angefeindet wurde. Ja, das ist sozusagen, das sind die Leute, die in ihrem Umfeld tätig sind. Das ist doch die Wahrheit. Ja, das ist die Wahrheit. Sie sind, ich sage es noch einmal, Sie sind Teil des Problems, aber nicht der Lösung. Und das ist sowieso keine. Wir alle wissen, welche Ergebnisse der Befragung von Bürgermeisterinnen und Landräten durch den HR Ende letzten Jahres zutage befördert hat. Darauf haben Sie sich ja bezogen. Nein, es sind nicht immer Rechte, die für Anfeindung und Beleidigung verantwortlich sind. Aber Rechtsextremisten und Reichsbürger sind eben die Gruppe, die dies am stärksten tut. Und es ist jene Gruppe, wo aus Worten am ehesten Taten werden. Rassismus, Antisemitismus und rechter Terror töten, das dürfen wir nie vergessen, gerade hier in Hessen nicht. Bevor irgendwer aus der AfD-Fraktion jetzt scheinheilig fragt, was das alles mit Ihnen zu tun hat, will ich nur darauf hinweisen, dass in der Landtagsdebatte zur besagten HR-Umfrage im Dezember 2019 ich habe noch die Szene genau vor Augen, als Sie, Herr Abg. Dr. Grube, mit Fotos gegen den Kollegen Marius Weiß gedroht haben, wie Sie gesellschaftlichen Antifaschismus als rote SA verunglimpft hatten. Ich habe die Szene noch genau im Ohr, und das war eine Bedrohungsszene gegenüber dem Kollegen Weiß, und auch damals und heute. Und da haben Sie den Beweis ja geliefert an dieser Stelle. So,
erinnern wir uns an die unzähligen Beispiele von Hetze gegen die Medien und gegen die parlamentarische Demokratie, von rassistischen Kommentaren über Minderheiten, Geflüchtete und die Opfer von Hanau, die wir seit vielen, vielen Jahren von Mitgliedern der hessischen AfD zu hören bekommen. All das ist kein Zufall. Es ist die Hetze und die Politik der AfD, die in diesem Land ein gesellschaftliches Klima geschaffen haben, in dem sich rechte und rassistische Gewalttäter ermutigt fühlen, ihren Hass freien Lauf zu lassen, gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker genauso wie gegen alle anderen, die für eine offene, freie und solidarische Gesellschaft der vielen eintreten. Es ist die Strategie der AfD, mit bewussten Tabubrüchen das Sagbare zu verschieben, den Diskurs nach rechts zu drücken und die parlamentarische Demokratie von innen heraus zu zerstören. Doch das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Was wir brauchen, ist ein breites bürgerliches Engagement, eine demokratische Kultur des Hinsehens und eine konsequente staatliche Unterstützung für all jene, die von rechter Bedrohung und Gewalt betroffen sind, also eines starken gesellschaftlichen Antifaschismus. Wenn wir verhindern wollen, dass die lokale Demokratie langsam stirbt und sich immer mehr Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker von Menschen im Ehrenamt aus der Politik zurückziehen, müssen wir hier entsprechend gegensteuern. Aber vergessen wir dabei nie, dass es mehr brauchen wird als gesetzliche Maßnahmen und den Ruf nach einem starken Staat. Und vor allem vergessen wir nie, wo die Bedrohung herkommt und wer für sie die politische Verantwortung trägt. In diesem Sinne, wenn Sie von der AfD wirklich etwas tun wollen, zum Schutz von Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikern vor Hass und Hetze, dann seien Sie konsequent. Packen Sie Ihre Sachen, machen Sie einen Laden dicht und verschwinden Sie von der politischen Bildfläche. Danke, Herr Schaus.